Wahrscheinlich denkst du, dass ich dir in diesem Video sagen werde, dass du dich nach einem anstrengenden Schultag sofort an den Schreibtisch setzen sollst und arbeiten sollst. Aber nein, das sage ich dir nicht. Warum ich das nicht effizient finde, was viel besser ist und was mich persönlich motiviert und inspiriert, nach der Schule produktiv zu sein, zeige ich dir in diesem Video. Wir reden heute über deinen Arbeitsplatz, über dein Handy, über deine Planung, über deine To-Do-Liste und über vieles mehr. Und falls dich die Themen Produktivität und Organisation, aber auch Themen wie Schule und Lernen interessieren, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal, denn auf meinem Kanal geht es genau um diese Themen. Aber jetzt viel Spaß bei dem heutigen Video. Der erste Tipp ist, dir Zeit zu nehmen, um zu entspannen. Für mich funktioniert das Arbeiten direkt nach der Schule überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich nach Hause komme und direkt Hausaufgaben machen würde, würde das vielleicht für 10, 20 Minuten noch gut funktionieren, aber dann auch irgendwie nicht mehr und ich würde meine ganze Konzentration verlieren. Und deswegen mache ich das so, dass ich, wenn ich nach Hause komme, mir einen Timer stelle, meistens so 45 Minuten, und dann diese Zeit für mich nutze. Und in dieser Zeit esse ich dann was, entspanne ein bisschen, bin an meinem Handy und lese, bevor ich dann irgendwie anfange, wieder zu arbeiten. Mein Tipp wäre noch, dass ihr irgendwie nicht auf Netflix geht oder auf TikTok geht oder so, wenn euch das nicht weiterhilft. Denn ich persönlich habe gemerkt, dass mir jetzt Sachen wie Netflix gucken keine Energie geben. Und ich versuche halt in dieser Zeit Sachen zu machen, die nicht so anstrengend sind, aber mir auch wieder Energie geben. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Netflix gucke oder auf TikTok rumscrolle, dann werde ich immer nur müder und will eigentlich nur die ganze Zeit im Bett liegen und nur schlafen. Schlafen will ich schlafen? Ich glaube nicht, aber ich möchte zumindest nicht aufstehen und arbeiten, weil ich dann so in einen müden Zustand komme. Das wollte ich nur kurz mit euch teilen, weil vielleicht ist es bei euch auch so. Und deswegen wäre das auch mein Tipp. Ein weiterer Tipp bezogen auf den ersten Tipp ist auf jeden Fall auch noch, dir eine Routine zu erstellen und zu überlegen. Also eine nach der Schule Routine, was du dann zu Hause machen möchtest, bevor du anfängst zu arbeiten, Hausaufgaben zu machen. Denn so weißt du auf jeden Fall, was du immer machen möchtest, wenn du nach Hause kommst, und das spart dir auch enorm viel Energie und vor allem auch Entscheidungskraft. Ja. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, und zwar ist das, deine Woche zu planen. Ich mache es immer so, dass ich jeden Sonntag die nächste Woche plane, einfach da ich dann weiß, was ich an den jeweiligen Tagen machen muss. Und daraus resultiert bei mir so ein gewisses Arbeitsverhalten, da ich halt diese ganzen Aufgaben habe. Und ich glaube, wenn ich gar keine Aufgaben hätte und nichts bei einer Zeit anzufangen weiß, dann würde ich auch nichts Produktives am Nachmittag machen, was irgendwie auch logisch ist. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du deine Woche und deine Tage planst, denn ich denke, dass das ziemlich sinnvoll ist. So kannst du dir auch deine ganzen Aufgaben auf jeden Fall besser einteilen, kannst auch so deine Energie vielleicht ein bisschen abschätzen, deine Zeit ein bisschen besser abschätzen, und so machst du nicht an einem Tag alles und an einem Tag irgendwie gar nichts, sondern kannst die Zeit und die Energie vor allem auch ein bisschen besser aufteilen. Punkt 4 ist Eat the Frog. Ich habe über dieses Eat the Frog Prinzip schon ein bisschen öfter geredet hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es bei der Eat the Frog Methode eigentlich darum, dass du die schwierigste Aufgabe zuerst machst. Das heißt, wenn du deine ganzen Aufgaben vor dir hast und alles weißt, was du an diesem Tag noch erledigen musst, überlegst du dir, was ist jetzt der Frosch? Also was ist jetzt die schwierigste Aufgabe, auf die du gar keinen Bock hast, die du gar nicht machen möchtest am liebsten? Was ist dieser Frosch? Und das allererste, was du machst, ist dann diesen Frosch zu essen. Also das bedeutet ganz einfach, dass du diese schwierigste und blödste Aufgabe als allererstes machst. Meine persönliche Routine ist da auf jeden Fall angelehnt, aber nicht ganz Eat the Frog mäßig. Bei mir ist es so, dass ich erst ein oder zwei kleine Aufgaben mache, um mich selbst so ein bisschen zu belohnen und so ein Erfolgserlebnis zu haben. Und dann mache ich Eat the Frog sozusagen. Also ich habe erst so kleine Fliegen, die ich esse, so ein oder zwei Fliegen, und esse dann den Frosch. Das ist so eine komische Metapher irgendwie. Aber ich hoffe, ihr versteht es dann auf jeden Fall, was ich meine. Du musst aber herausfinden, was für dich am besten funktioniert. Bei mir ist es, wie gesagt, so eine Fliege zu essen und dann den Frosch zu essen. So habe ich das nämlich ziemlich schnell hinter mir, aber habe auf jeden Fall am Anfang ein Erfolgserlebnis. Ja. Was auf jeden Fall auch mein Leben so verändert hat, ist die Pomodoro-Technik anzuwenden. Das heißt, wenn ich arbeite, stelle ich mir einen Wecker für 25 Minuten, dann wieder einen Wecker für 5 Minuten und wieder einen Wecker für 25 Minuten und so weiter. Und in diesen 25 Minuten Blocken arbeite ich konsequent. Das heißt, ohne auf mein Handy zu gucken, ohne was anderes zu machen, ohne alles, nur arbeiten, 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Logisch, Pause und dann wieder 25 Minuten arbeiten. Und dadurch, dass ich mir so einen Rahmen setze, mache ich auch viel mehr, weil ich einfach weiß, ich habe jetzt nur diese halbe Stunde ungefähr Zeit und muss dann fertig sein. Und durch diesen leichten Druck, den ich mir aber selbst gebe, bin ich viel effektiver und effizienter. Außerdem habe ich dadurch auch feste Pausen, die ich sonst irgendwie nie hatte. Was irgendwie blöd ist, da Pausen ziemlich wichtig sind. Und ich mag es irgendwie, mir diesen Rahmen ein bisschen zu geben und so einen eigenen Stundenplan zu machen. Es gibt auch noch diese modifizierte Art der Pomodoro-Technik, und die geht dann irgendwie 50 Minuten arbeiten und 10 Minuten Pause machen oder irgendwie so ähnlich. Das könnt ihr auch ganz einfach für euch entscheiden. Bei mir funktioniert diese normale Pomodoro-Technik mit den 25 Minuten einfach am besten. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ganz individuell. Aber das Wichtigste ist einfach, sich ein bisschen an so einen Rahmen zu setzen, Pausen zu machen
und so leichten Druck eventuell zu haben. Ich glaube, wenn du viel auf YouTube und Social Media unterwegs bist, gerade in dieser Produktivitätsnische, dann wirst du auf jeden Fall schon mal etwas von Time-Blocking gehört haben. Time-Blocking bedeutet einfach nur, dass du deine Zeit ausblockst und dir so ein bisschen so einen Stundenplan machst und deinen Tag total krass planst. Beispielsweise hatte ich heute aufgeschrieben, 12 Uhr bis 12.30 Uhr Deutschhausaufgaben, 12.30 Uhr bis 14 Uhr Spanischhausaufgaben und so weiter. Du machst dir quasi wirklich selbst so einen Stundenplan und blockierst einfach deine Zeit für diese Aktivität und für diese Handlungen, für diese Aufgabe einfach. Das Ganze hat wieder ein bisschen was mit Druck zu tun. Denke ich persönlich auf jeden Fall, dass mir viel Druck machen würde, mich an diesen Plan zu halten. Deswegen würde ich es wahrscheinlich auch eher machen, als wenn ich mir so locker sage, heute mache ich das und das und das. Wenn ich sage, das mache ich um diese Uhrzeit, dann würde ich das, glaube ich, viel eher machen, da es so in den Stein gemeißelt ist, wenn man das irgendwie so sagen kann. Und ich denke, wenn du dir einfach sagst, ich mache meine Hausaufgaben auf jeden Fall um 15 Uhr und mach das dann ab 15 Uhr bis 17 Uhr, dann denke ich, dass du das eher machen würdest, als wenn du sagst, ich mache heute Hausaufgaben und vielleicht lerne ich noch was, vielleicht mache ich das noch. Ich glaube, dann macht man es eher nicht, da halt dieser Druck und diese wirkliche Aufgabe nicht da ist, sondern eher diese Idee für die Aufgabe. Deswegen, Time-Blocking kann auf jeden Fall ziemlich sinnvoll sein. Der siebte Punkt ist vielleicht ein bisschen komisch für einige Leute und für mich wäre das vor einem Jahr auch noch super komisch gewesen, das zu hören. Mein siebter Punkt ist, einen Mittagsschlaf zu machen. Ich glaube, so richtig Mittagsschlaf habe ich das letzte Mal im Kindergarten gemacht. Okay. Habe ich da überhaupt Mittagsschlaf gemacht? Bei mir ist es nämlich manchmal so, dass ich nach Hause komme nach einem super anstrengenden Schultag und mich dann halt so hinsetze oder auch hinlege, was nicht gut ist, und dann einfach total müde bin. Und dann klingelt mein Wecker, der Wecker sagt mir, Lara, steh auf und mach deine Hausaufgaben. Und ich bin so müde und meine Augen sind so, die fallen fast zu. Und deswegen ist mein Tipp, in diesen 45 Minuten, bevor ich anfange, produktiv zu sein, meine Aufgaben zu machen und zu lernen und irgendwas anderes am Schreibtisch zu machen, mache ich es manchmal so, dass ich einen Mittagsschlaf mache für eine Viertelstunde. Ich denke, das ist nicht für alle Personen was, aber für mich ist es auf jeden Fall was Gutes und es hilft mir ab und zu auch wirklich extrem. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du das auch machst, ob du auch so einen Mittagsnap machst zwischendurch. Wenn ich die Einzige bin, ist es ein bisschen komisch. Aber egal. Okay, achtens ist wirklich eigentlich das A und O für ein gutes Leben. Und zwar ist es so ein bisschen Ordnung. Und vor allem halt Ordnung am Arbeitsplatz. Ich rede aus persönlicher Erfahrung, aber ich denke mal, dass es bestimmt psychologisch bewiesen ist, dass man an einem ordentlichen und sauberen Arbeitsplatz besser lernen kann, als einem total vollgesauten, vollgestopften, unordentlichen Arbeitsplatz, wo man super schnell abgelenkt wird. Und ich weiß, dass es sehr verlockend ist, mal schnell im Bett die Hausaufgaben zu machen, mal schnell dort zu lernen. Aber ich sage euch, das ist es nicht sinnvoll. Es ist meistens wirklich nicht sinnvoll. Und außerdem ist es doch für dein Gehirn ein bisschen blöd, wenn du dein Bett mit Sachen wie jetzt Lernen assoziierst und nicht mit dem eigentlichen Schlafen, da du dann abends vielleicht nicht mehr so gut einschlafen kannst, weil dein Bett jetzt denkt, jetzt müssen wir lernen und oder Hausaufgaben machen, dein Gehirn so in Schwung bringt. Ja, das ist ein kleiner Tipp, ein kleiner Einwand von mir. Deswegen ordentlicher Arbeitsplatz und eventuell sogar noch eine räumliche Abtrennung. Irgendwie vielleicht kannst du in einen anderen Raum gehen, was auch echt cool wäre. Aber zumindest an deinem Schreibtisch und nicht in deinem Bett lernen und arbeiten, ja. Den neunten Tipp wollen wir alle nicht hören. Ja, der neunte Tipp ist, dein Handy auszumachen und wirklich wegzulegen. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich unruhiger bin, wenn mein Handy nur bei mir liegt. Mein Handy kann im Flugmodus sein, umgedreht sein, ich bin unruhiger. Und deswegen mache ich es auch so, dass ich mein Handy wirklich in meine Schublade mache, aber halt meinen Timer noch anhab. Also ich höre mein Handy sozusagen im Notfall noch, wenn mein Timer klingelt, aber ich sehe es nicht mehr. Und das hilft mir irgendwie enorm, da ich einfach nicht abgelenkt werde. Und falls du die Pomodoro-Technik anwendest, dann kannst du ja auch in einer halben Stunde wieder an dein Handy gehen, in den Pausen. Also etwas so Wichtiges wird in dieser halben Stunde nicht passieren, dass du sofort aufspringen musst und deine Arbeit unterbrechen musst. Hoffentlich zumindest. Hoffentlich, ja. Falls du aber immer noch keine Motivation hast, ist mein nächster und zehnter Tipp auf jeden Fall, ein Study With Me Video anzugucken. Falls du nicht weißt, was das ist, dann ist es ganz einfach erklärt, einfach ein Video, wo eine Person lernt und arbeitet und euch dabei bzw. dich dabei mitnimmt und das filmt. Diese Videos habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe zwei Videos davon gemacht. Und in diesen Videos wende ich auch die Pomodoro-Technik an. Das heißt, das Video geht dann so 2 Stunden ungefähr. Und man sieht mich 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause machen und dann halt immer so weiter, 2 Stunden lang. Und ich habe da schon ganz viele Kommentare bekommen, dass es Leuten wirklich geholfen hat, sich zu motivieren und mit mir zusammen zu lernen. Und es freut mich irgendwie total. Ich finde es echt cool, dass ich dann irgendwie dich motivieren kann dabei
und wir so zusammen lernen können. Das macht voll Spaß irgendwie, ja. Ansonsten kannst du dir auch anderweitig Inspiration holen, beispielsweise bei Studygram, also bei Instagram, nur auf diesen ganzen Study-Seiten, also auf den Lernseiten. Oder auch auf Pinterest gibt es super, super viele Inspirationen zum Thema Lernen und Hausaufgaben. Es gibt ja Leute, die machen super schnelle Lernzettel und ihre Hausaufgaben sind super ästhetisch und schön. Da bekommt man einfach Lust, irgendwie zu lernen. Das ist bei mir jetzt nicht so. Ich kann nicht so schön malen und schreiben, aber trotzdem inspirieren mich die Sachen. Ja. Elftens, ich kann elftens nicht mehr so wirklich zeigen, aber ich meine elftens. Überlege dir kleine Belohnungen. Beispielsweise kannst du dir sagen, dass du nach einem langen Lern- und Arbeitstag gerne einen Film am Abend gucken möchtest. Oder kannst du sagen, dass du nach 2 Seiten schreiben irgendwie eine Süßigkeit isst und nach 4 Seiten schreiben isst du nochmal was und irgendwie so. Also dieser Aspekt ist auf jeden Fall sehr individuell und du musst einfach deine Belohnungen für dich selbst definieren. Aber ich denke, Belohnungen nach bestimmten Zeiten oder nach bestimmten Aufgaben ist auf jeden Fall sinnvoll, dich einfach total zu motivieren, diese Arbeit auch wirklich zu erledigen. Ich verlinke dir jetzt hier noch ein Video für Tipps für das perfekte Schuljahr mit noch weiteren Lerntipps von mir. Hier noch ein Video mit Apps für Produktivität und Organisation. Unter der Infobox verlinke ich dir auch noch mein Study with Me Video, falls du auch Inspiration und Motivation für deinen Lerntag haben möchtest. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ciao!